Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Wir sind in der Willigen Schlucht, meine ich, mit neuen Gegnersorten und ich bin mal gespannt. Die Buhus brauchen unsere Hilfe, haben dafür sogar auch einen der hohen Sterne als Gefangenen mitgenommen. Das finde ich jetzt nicht gerade super. Gumbare, du kannst erstmal scannen. Den Hypra-Gumba. Das ist ein Hypra-Gumba. Hypra-Gumbas sind Hyper-Gumbas. Mit Flügeln. Maximal KP 7, Angriffskraft 1, Verteidigung gleich 0. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen und Katzen im Hintergrund durch alles drüber springen. Aber wenn du unsicher bist, verfehlen sie dich. Abgesehen davon unterscheiden sie sich nicht von normalen Paragumbas. Setze eine Sprungattacke gegen sie ein. Und lerne lesen. Okay. So, dann holen wir dich erstmal auf den Boden zurück. Auf den Boden der Tatsachen. So, so machen wir ebenfalls keinen Schaden mehr. Machen wir hier doch mal einen ganz normalen Porsche. Und schon ist er weg. Halleluja, 6 Schaden. Wir machen schon sehr guten Schaden. Und dann möchte ich einmal Lady Boo einsetzen. Für ihren neuen Attack. Ich denke mal, wir haben schon alle Gegner hier gescannt, die es hier gibt. Weil sonst wollen es niemals zwei neue Gegner. Abgeschlossen. Du kannst sie nicht öffnen. Na, da brauchen wir für einen Schlüssel. Kann ich eigentlich auch nach unten? Nee. Dann würde ich mal tatsächlich mal sagen, komm Lady Boo, ich möchte gerne mal wissen, wie deine Ohrfeige ist. Ich stelle mir das so episch vor. So, erster Angriff erfolgreich. Auch wenn ich nichts gesehen habe. Okay, dann einmal Powersprung hier drauf. Dann ist der erste schon mal weg. So, Ohrfeige. Drücke so schnell wie möglich nach links. Hä? Ich habe doch versucht, hä? Irgendwie hat das nicht funktioniert. Und die Katzen rennen um wie sonst was. Also, liebes Bisschen. Die laden sich alle auf. Oh, mit dem Powersprung könnte ich den doch wegmachen, ne? Genau. Dann unsichtbar. Versuch mich mal zu treffen. Nämlich gar nicht. I love it. Dann ein ganz normaler Sprung. Okay, wenn ich einmal unsichtbar gemacht habe, kann Lady Boo kein zweites Mal in der Runde angreifen. Sie setzt eine Runde aus. Gut zu wissen. Zumindest gibt man hier noch Erfahrungspunkte. Hui. Oh, Lady Boo. Welch eine Überraschung, euch hier zu sehen. Aber ihr wisst, euer Lady schafft, dass ihr nicht herkommen solltet. Es ist viel zu gefährlich. Tuba Bluba könnte jeden Moment hier auftauchen. Ich weiß, ich kam her, um Tuba Bluba eine Lektion zu erteilen. Wie stehen die Dinge? Wann ist er das letzte Mal hier gewesen? Gerade erst gestern, Lady. Es war schrecklich. Er... Diesmal hat er... Herbert verspeist. Es war so grauenvoll. Der arme Herbert. Stets war er so finster und deprimierend. Was für ein großartiger Buhu. Oh nein, nicht Herbert. Und Tuba Bluba, er muss aufgehalten werden. Nicht der arme Herbert. Hört mir alles zu. Fürchtet euch nicht. Wir sind hier, um Tuba Bluba ein für alle Mal zu besiegen. Dieses Monster hat seine letzte Buhu-Mahlzeit zu sich genommen. Oh Lady, euer Mut ist inspirierend. Aber ihr wisst, dass man ihn
den unbezwingbaren Tubabluba nennt. Bitte, seid vorsichtig. RIP Herbert. F für Herbert. Psst, Kumpel. Wusstest du, dass du leise und unbemerkt gehen kannst, wenn du den 3D-Stick nur ein bisschen bewegst? Du kannst diese Technik einsetzen, wenn du dich an schlafende Gegner vorbeischleichen willst. Aber Erfahrungspunkte? Einmal speichern. Sei vorsichtig im Kampf gegen Hypergumbas. Sie laden sich mit Energie auf und setzen diese dann plötzlich frei. Wenn sie sich aufladen, dann solltest du Lady Boos unsichtbar einsetzen. Das habe ich sogar gemacht. Ich hatte einen Freund, der es geschafft hat, aus Tupabluppas Schloss zu entkommen. Er hat gesagt, der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses befindet sich in der innersten Kammer. Achte auf das Herz und den Körper. Und als er weiterreden wollte, da hat ihn Tupabluppa verschlungen. Ich frage mich, wie der Rest seiner Nachricht wohl lauten mag. Herbert, weißt du das? Hallo? Eine Sekunde, ich glaube, mein Kater steckt gerade wieder was an. So, immer anraufen, die beiden. Okay, wo war ich stehen geblieben? Oh, hallo, Buh. Schwache Vorstellung. Ich weiß, Verzeihung, aber ich hatte letzte Nacht einen so eigenartigen Traum. Die Stimme in diesem Traum sagte, manchmal musst du dich umdrehen und davonlaufen. Du musst laufen und laufen, bis du den Turm mit den sich drehenden Flügeln erreichst. Oder so ähnlich war's, was es wohl zu bedeuten hat. Meinem Freund gelang die Flucht aus Tupabluppas Schloss. Er behauptet, Tupabluppa würde etwas von höchster Wichtigkeit neben seinem Bett verstecken. Ich frage mich, was es wohl sein könnte. Hallo, du wirst doch Tupabluppa vermöbeln, oder? Ja, räche uns. Nie wieder soll er sich an einem Geist vergreifen. Nie wieder. Besonders nicht an Geistbert. Oh nein, Tupabluppa kommt. Versteckt euch. Lady Boo, ihr müsst Mario verstecken. Mario, wir müssen uns verstecken. Ich setze meine Kraft ein. Sofort. Drücke nach unten. Alles in Ordnung, Lady. Er kann euch nicht sehen. Auf keinen Fall kann er euch jetzt sehen. Nein. Sieht lecker aus. Komm mir gerade recht. No. RIP. Nicht Geistbert. Ein bisschen streng, aber gut. Oh, Stanley! Stanley Bert. Oh, von allen schrecklichen Dingen. Not Stanley. Aber wir werden Stanley auch noch rächen. Keine Sorge, Leute. Da oben ist was. Warte, habe ich noch den Stachelorden dran? Kann ich den einfach so drauf springen? Ja, kann ich. Au! Es sei denn, er macht zuerst einen Angriff. Naja. Ach. Bombario, du musst dann doch einmal scannen, bitte. Hyperkirk. Das ist ein Hyperkirk. Sie verfügen über eine hohe Verteidigung als normale Kirks. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie die 8 KP abziehen. Sei vorsichtig, wenn sie zu glühen beginnen. Sie werden dich aber verfehlen, wenn du unsichtbar bist. Ihre Verteidigung fällt auf 1, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, sie haben auch Stacheln. Das kann mächtig wehtun. Ich glaube, ich brauche Bombett. Erstmal versuche ich es mal mit einem Anti-V-Hieb. Okay, Anti-V-Hieb reicht. Dann kann doch mal Buhu wieder raus.
Wobei ich brauche erstmal Paracarry. Das ist nämlich was für uns. Was? Jetzt aber. Ist das, was so weit weg ist? So, jetzt aber. Wenn jetzt nicht, wann dann? Hä? Das war zu weit. Oder warte mal, kann Cooper das holen? Ja, kann es. Schwirrwarr. Ne, brauche ich nicht. Weg mit dir. Erstangriff erfolgreich. Okay, dann mache ich doch mal einen Powersprung auf den hier. Okay, das war ein bisschen unnötig, weil Cooper hätte das wahrscheinlich eh geregelt. Ah, vielleicht nicht. Nee. Aber zumindest kriege ich da schon mal keinen Schaden. Ein normaler Sprung müsste eigentlich ausreichen. Du machst einen Panzerstoß. Du bekommst schon einmal wieder hochheilen. Was ist das denn? Tarngel macht Mare für kurze Zeit transparent und unverwundbar. Vielleicht Saurus Tonic, davon haben wir zwei. Und da haben wir noch Münze, okay. Und ein Brief. Brief am Falstee am Nimmer-Nimmer-Wald. Nein, ich wollte doch hämmern. Aua. Oder bist du schon mal weg vom Fenster? Hä? Ich verstehe die Attacke nicht. Das muss ich mal üben. Und genau, was da steht. Drücke schnell nach links. Ich habe keine Ahnung. Aua. Komm, mach mal hier einen Powersprung. Ah, jetzt hat es funktioniert. Das macht schon Schaden, du. Okay, dann habe ich die Attacke jetzt so langsam raus. Oh, wir kommen langsam ein Level ab näher. Das hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Halleluja. Immerhin 4 Schaden.
Okay, der lädt sich auf. Laden sich jetzt alle auf? Tatsache. Okay, dann. Machen wir erstmal den hier Platz. So, dann einmal Mario bitte transparent machen. Das war jetzt ein bisschen unnötig. Lup. Wie die auch wiederkommen. Wie sie weggerollt ist. Okay, das ist lustig. Lup, lup. Okay, das ist schon ziemlich witzig. So, dann holen wir dich einmal runter. Dann können wir ja schon mal einmal Erfrischung einsetzen. Das lohnt sich hier einfach. Patsch, patsch, patsch. Weg mit dir. Oh, ich finde das super. Ach, finde das super. Und wie ich einfach so blocken kann, es wird immer besser hier. Ich habe nichts gesagt, ich sehe schon einen leichten Delay bei UBS. Patch, 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 patch. Ich feier's. Du kannst dich ruhig aufladen, du überlebst eh die nächste Runde nicht mehr. So, jetzt noch mal ein Zauber mit mehr Erfahrungspunkte, bitte. Nein? Okay. Dann halt nicht. Na, brauche ich nicht. Halt mit dir. Aber Geld brauche ich. So, da oben könnte ich potenziell noch an. Muss ich sogar. Ich sag dazu nichts mehr. Mal gucken, wie viel Erdbeben abzieht. Und zwar, das geht. Dann mach Mario mal bitte kurz unsichtbar. So, nein. Da unten geht's nicht weiter. So, und dann nochmal Erdbeben. Nächste Level Up kommt. Hier dann einmal Power Carry. Aber da musst du mich hochtragen können. Ja, ich hab's nicht so mit den ersten Griffen. So, dann kannst du schon mal den hier wegmachen. Patsch, patsch, patsch und patsch. Ich liebe diese Attacke. Nee, nicht auffallen, Leute. Nee. Angriff plus. Boah.
Und dann einmal unsichtbar machen, bitte. Ich frage mich, wie viel Schaden der da macht. Eigentlich hätte ich das mal wirklich mal so ausprobieren müssen. Hätte ich wirklich ausprobieren müssen. Vielleicht das nächste Mal. KP. Nee. Ich hole immer daneben. TV-Hieb. Patsch, 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 patsch und patsch. Aua. Okay, dann nochmal den Anti-V-Hieb. Eine sehr gute Attacke. Oh, ich glaube, das reicht für den nächsten Level-Up. Ich würde tatsächlich beim nächsten Level ab wieder Herzen nehmen, weil dann kann ich den KP-Plus-Ort nämlich rausnehmen und für was anderes einsetzen. Dahin habe ich dich gesehen. Nur noch eines, dann kann ich meinen Angriffs-Plus-Orden holen. Voila, Fetcher. Knopf. Orden. Immer den Schnarcher, den Schrumpfer und einen Stark Plus. Voilà. So, was aber jetzt? Nochmal einen Speicherpunkt. Alles klar. Ist ja vielleicht noch irgendwas? Ja, schon ein sehr näheres Fleckchen. Naja. Das muss wohl der berüchtigste Blubberschloss sein. Da ist schon mal ein Schlüssel, da kommen wir nicht weiter. Lululup. Flup, flup, flup. Aber hier kommen wir weiter. Da ist eine Tür und das sind schlafende Gegner. Damit ich keinen Zug verschwende. Das zählt nicht als Erstangriff.
Das ist ein Klooper. Kloopers sind ihr Hauptwachen in Tuba Ploopers Schloss. Maximaler KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Oft schlafen sie während des Dienstes. Wenn du sehr langsam gehst, wachen sie vielleicht gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit dem richtigen Einsatz des Action-Kommandos sind sie nicht ganz so hart. Und setzen wir doch mal den Powersprung ein. Au. Okay, den zu blocken wird ein bisschen schwierig. Ja, hab's geschafft, okay. Ach, top sind ein Schaden. Aber von den Erfahrungspunkten her geht es ja. Dann gehen wir erstmal in diese Tür rein. Boing. Boah, ich kann mich jetzt nicht so... Nein, ich kann mich auch nicht bewegen. Wofür ist denn dieser Raum? Da scheint doch ein Ohren drauf. Ich weiß nicht, irgendwie hat Elgato Wavelink Programm aktuell eine Meise, dass es immer wieder rausschmeißt und ich sehe das immer dann zu spät und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon wieder ohne Sound aufgenommen habe. Es tut mir leid. Und in dem Sinne muss ich mich eh wieder verabschieden. Wir haben schon fast wieder 30 Minuten voll. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, Tüdelü.